Ömer hat sich zurückgezogen. Nachdem du mit der Priesterin des Listenreichen gesprochen hast, wolltest du eigentlich noch zu den Speicherhäusern des Carfink, danach deinen Freunden von der Einladung erzählen. Doch dann holte dich der Schmerz ein. Ein strahlendes Gefühl, verbrennend und die Sinne raubend. Die Ohnmacht hat dich taumeln lassen und schickte dich in eine traumlose Leere, das Reich von Mabo. Als du wieder erwachst, kannst du sehen, wie rote, scharfkantige Stückchen Erz unter deinem Fleisch sitzen. Die Hand, mit der du den Splitter berührtest, hat sich ganz ähnlich wie auch bei Yalan verfärbt. Doch hier kupferrot. So gezeichnet und mit schmerzendem Arm taumelst du zurück zur Residenz. Ein neuer Tag muss angebrochen sein. Die Sonne steht im Raja, im Osten. Marschall Ludolf kann dir berichten, dass deine Freunde in die Residenz Karinor gezogen sind, ganz im Norden von hier. Die anderen sitzen derweil grübelnd vor den Briefen, den Umschlägen. So regiert man also das Mittelreich. Die richtige Anrede, eine Bitte, eine Forderung und dann bewegen sich Zahnräder in einem Triebwerk. Abelmir pustet noch einmal die Tinte trocken und faltet dann filigran das Pergament zusammen. Geras lässt das heiße Siegelwachs auf die Faltung tropfen und drückt dann den Ring ins Blatt. Ihr starrt noch einmal auf die Schriftstücke, die Raphim im Inneren der Depaschentasche aus Leder verschwinden lässt. So regiert ihr das Mittelreich. Und so beginnen wir die Runde. Also, wer trägt jetzt diese Briefe aus? Ursprünglich sollte es ein Rabe tun, aber ich wusste nicht, dass man so viel scharf nehmen kann. Diesen Wertling da, der wollte die doch haben, oder nicht? Ein Brief davon. Also ich habe keine Vögel. Ja? Hoffentlich ist das noch Dina wieder mit so einer Fleischwurst. Die Tür geht auf und Ömer kommt rein. Hallo Leute. Fleischwurst? Sieht aus, als seist du alleine durch die Dämonenbrache gewandert. Nein. Nein, nein. Nur meine Hand ist rot geworden, wie es scheint. Rot? Du hast eine Brennnessel gefasst. Ömer, nicht in eine Brennnessel fassen. Dieser Splitter. Zeig mal her. Gucken wir mal Ömers Hand an. Wie sieht die denn aus? Ja, kupferrot und einige Kristalle. Fährt er mal mit dem Finger über die Kristalle? Ömer, das... In der Haut, was hast du denn gemacht? Das hat sich gebildet. Das rausschneiden. Das würde ich nicht empfehlen. Glaub ich, habe es versucht. Ich kann die Hand ganz normal benutzen, aber irgendwie. Ich weiß es nicht. Habt ihr den Schmerzen oder merkt ihr, dass sich das vielleicht euren Arm hinauffrisst? Nein, nein, das tut's nicht. Ich habe nur eine schlechte Nacht hinter mir. Alan, du hast doch auch so eine komische Hand. Zeig mal deine her. Ich nehme meinen rechten Handschuh von der Hand und leg ihn vor mir auf den Tisch und halte ihn mal hoch. Ja, ich halte mal die beiden Hände nebeneinander. Scheint aber nicht das gleiche zu sein. Bei Ömer wachsen so. Aber mir, wie heißen diese Dinger, die da wachsen? Kristalle. Kristalle, richtig. Bei Alan wachsen keine Kristalle. Und es wird daran liegen, dass er den Splitter der Dämonenkrone angefasst hat. Und ich nur den Stab der tausend Augen. Und hier haben wir Schafe. Jedenfalls. Schlaft ihr auch so schlecht? Ich träume immer. Schon lange. Also bei mir schmeckt alles so aschfahl. Ist das nur bei mir so? Ich wollte heute Morgen ein Brötchen essen. Hätte fast kotzen können. Haben wir den Splitter wenigstens vernünftig aufbewahrt, dass ihn keiner klauen kann? Der liegt immer noch in dieser. Wie heißt das nochmal? Pentagon-Tempel? In den Katakomben des Pentagon-Tempels, genau. Also zumindest scheint es ein ziemlich sicherer Ort zu sein, denn während der Schlacht kamen die Karakilim und die Asquarati nicht heran, obwohl sie es versucht hatten, in die Katakomben einzudringen. Vergessen wir andererseits nicht, dass man ihnen das Schwarze Schwert damals entwendet hat. Das ist richtig. Also zumindest vor dämonischen Angriffen scheinen sie sicher zu sein. Menschliches Versagen kann man natürlich nie ausschließen. Das ist der sicherste Ort, den wir zur Verfügung haben, leider. Das ist korrekt. Wir haben doch auch noch hier Männer davor abgestellt. Sonnenlegionäre? Mhm. In der Tat. Richtig. Sobald die unmittelbare Notlage hinter uns liegt, müssen wir
uns schleunigst mit Albrax Gedanken darum machen, wie wir den später vernichten. Hätten wir noch einen Ingrim Geweihten, würde ich dir empfehlen, immer sofort ihn aufzusuchen, doch naja. Sonst frag Eisinger, der ist doch auch bei der Ingrim-Kirche ganz hoch angesehen, dachte ich. Welches Datum haben wir eigentlich? Wir schreiben zurzeit den zweiten Ingrim. Na gut. Ich war bei den Speichern von Carfink, wisst ihr? Der Mann, der... Der Verräter. Ja, genau. Der hat 3 Speicherhäuser voll Essen und Nahrungsmittel. Sehr gut. Ja, wir wollten aber die sind nicht gesichert. Die sind aber nicht richtig gesichert. Vielleicht sollten wir Leute hinschicken, denen wir vertrauen können. Gardisten, die uns gehören, Söldner, die wir bezahlen oder so etwas. Keine Ahnung. Das muss Reto machen. Werden. Wir setzen Reto drauf an. Ja, denke ich auch. Wer ist Reto? Der Kaiser? Oh, ja, du warst lange weg. Ach, der Mann aus dem Südviertel, der diese Leute aus dem Südviertel anleitet. Ja, richtig. Richtig. Ja, mit dem rede ich besser nicht. Ich denke ganz nicht, nett. Bisschen ich denke klein, nicht, sonst. Dass er zu den Almadanern gehört. Ja, ich habe mit den Almadanern. Ich mache mit denen Geschäfte und das wird, denke ich mal, da unten im Süden nicht so gerne gesehen. Wie gesagt, du machst mit den Tobrian Geschäfte. Ja, mache ich ja mit den Tobrian im Norden. Achso, du hast Almadaner gesagt, Entschuldigung. Achso, nein, Almadaner. Ach, das war diese Giftgilde. Nein, mit denen habe ich nichts zu tun. Ich bin schon ganz verwirrt. Also, Reto sah nicht so aus, als hätte er mit denen was zu tun. Dem scheint es einfach nur um das Gold zu gehen. Guter Mann. Und ich denke, das ist das Verlässlichste, was wir dieser Tage kriegen können. Vermutlich leider richtig. Aber jetzt haben wir unsere Briefe geschrieben, jetzt müssen wir die nur noch verschicken. Weiß jemand, wie wir das machen? Ihn zu Wertlingen, er hat einige Brieftauben. Ah, perfekt. Ich weiß nicht, ob er eine direkt nach Burggrabenmund hat, aber notfalls kann man einen nach Greifenfurt senden und die schicken einen Reiter los. Und ich denke, Bruder Stygoma wird seinen Brief nun ja erstmal unterzeichnen müssen. Er wird ihn unterzeichnen und siegeln. Wir werden uns um die Sendung bekümmern. Gut. Aber da seine kaiserliche Hoheit sowieso in Punin wohnt, können wir meine Briefe sicherlich mit derselben Taube versenden. Und dann ist es ein besserer Morgen, als wir ihn seit langem hatten. Machen wir uns auf den Weg. Ja, eine Sache wollte ich hier noch gerne klären, bevor wir hier weggehen. Ihr hattet doch diese Statue gefunden, sagtet ihr. Direkt da hinten raus. Moment, Karina, welche Tür geht nach draußen? Diese dort. Ja, dort hinten raus, im Garten. Zeigt mir die mal. Ich hatte nämlich heute Morgen ein Gespräch mit Answin von Wehrmein und der hat einige interessante Sachen über die Statue in dem Keller herausgefunden. Welche Sachen? Die in dem Heim, unter dem Heim? Ja, genau die. Die wir für eine Travia-Statue gehalten haben, oder die es vielleicht auch ist, wer weiß. Also die so gehört doch dieser Heiligen, Chilissa? Ja, genau. Ach, eine so Statue von dieser Märtyrerin Chilissa. Ja, was haben wir dabei herausgefunden? Also er hat herausgefunden, dass es am Sockel eine Inschrift gibt, nämlich das Kürzel HVS. Das konnte er einer Person namens Heliodane von Streitzig zuordnen. Die muss wohl eine Vertraute von Preiauslob von Selem gewesen sein. Den kann ich grob in die Priesterkaiserzeit einordnen, aber Details weiß ich nicht darüber. Jala? Preiauslob von Selem war selbst kein Priesterkaiser, sondern er war der Marschall der Sonnenlegion, als damals der junge Thronfolger ermordet wurde. Und unter seiner Führung wurde die Rondra-Kirche, sagen wir, effizient und mit Willen vertrieben. Er ist einer der großen Feldherren, die trotz ihrer Leistungen keine Statue im Tempel in Arivor haben. Verständlicherweise, könnte man wohl denken. Und um welche andere Statue ging es gerade? Ich bin irgendwie wohl nicht ganz auf dem Laufenden. Und es ist einige seltsame Statuen. Und du erinnerst dich doch noch an die auf dem Zwölfgötterplatz, diese mit nicht der Gold, Statue, mit diesem die Goldschnallending. Genau. Nun, haben wir eine dritte gefunden. Diese Goldschnalle war ja ein Kettenglied, ähnlich wie das wir unter dem Brauhaus gefunden haben. Und ja. Nun, die hier bei Karinos hinten steht, hatte eben so ein solches eingearbeitet. Wir vermuten einen Zusammenhang. Ich habe eine Frage nochmal, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, das ist schon ein paar Tage her, das war noch vor der Schlacht.
Wie ist der Praios-Geweihte, der dabei war? Da war ja sozusagen dieser Rondra-Geweihte dabei, der Arm und Beine in der Ogerschlacht verloren hatte, und der Praios-Geweihte, der den Mann irgendwie mitgebracht hat, oder andersrum, ich bin nicht ganz sicher. Wie hieß der Praios-Geweihte? Wie wurde der vorgestellt? Ich bin da irgendwie... Ich hätte das ganz gerne nochmal gewusst. Ich habe das irgendwie wohl verpasst. Weil bisher wurden immer alle Leute vorgestellt, die bei diesen Besprechungen dabei waren. Wie hieß der Mann? Wo ihr fragt? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, für gewöhnlich war ja immer seine Hochwürden... Genau, aber der wurde doch mitgebracht von diesem Rondrianer. Stimmt, irgendwas mit Praios. Praiodan vielleicht oder sowas? Der ist immer irgendwas mit Praios. Ich kann beim besten Willen nicht entsinnen. Ich kenne ihn auch nicht. Er muss nicht von hier sein. Wie gesagt, für gewöhnlich war in unserer Besprechung nur seine Hochwürden von Wulfen dabei. Aber... Vielleicht wissen die anderen, wer er ist. Ich hab ganz komische, gemischte Gefühle bei den beiden. Ich kann das jetzt nicht weiter erläutern, weil das vielleicht Geweihte sind und ich vielleicht völlig falsch liege und meine Gedanken auch schon frevelerisch sind, deswegen werde ich sie nicht äußern. Aber wer weiß, ich weiß es nicht genau. Der Rondra-Geweihte erschien mir ganz vernünftig eigentlich. Ja, nichts Frevelerisches bei dem erinnern. Wie hat er denn seine Gliedmaßen verloren, der Rondra-Geweihte? Wisst ihr es noch, was er gesagt hat? Oga hat die gefressen, oder ne? Ausgerissen? Hat er gesagt, ja. Vom Oger. Vermutlich war er in der Schlacht der 1000 Oger, weil... Entweder hat er es gefressen oder so ausgerissen, nehme ich an. Ein Schicksal, das viele seiner Glaubensgenossen teilten. Ich kann nur sagen, glaubt nicht alles, was die Leute sagen. Behalte zumindest die Gedanken im Hinterkopf, nicht, dass ihr sie laut ausspricht. Der Mann könnte wieder da ganz ehrenhaft sein und ich könnte total falsch liegen. Ich denke, es ist gut, die vermeintliche Wahrheit mit einer gesunden Dosis Misstrauen zu begutachten. Sagen wir, ich habe vielleicht mehr als nur eine Dosis Misstrauen, aber das sind alles nur Indizien. Ich glaube, das heißt so, ne? Wenn man sich nicht ganz sicher ist und das sozusagen nicht sagen kann, dass es hundertprozentig so ist. Also jetzt irgendwas Konkretes oder ein Bauchgefühl? Immer, wir kennen uns lange genug. Das ist nicht der Zeitpunkt, um irgendwas zurückzuhalten. Ich habe mir dem Mann seine Prothese mal angeschaut. Und zwar, als er geschlafen hat. Und ich kann euch sagen, das, was ich von Abelweber die Anatomie gelernt habe, schien mir nicht so, als wenn eins von beiden zutreffen könnte, beißen oder reißen. Vielleicht wurde sie ja abgehackt von... Ich sage nur, dass ich einen Indiz habe, deswegen keinen Beweis. Deswegen sage ich ja, ich will die Gedanken lieber für mich behalten, ich bin da... Ja, nur nach wonach sah es denn aus? Also, wenn es nicht abgerissen oder abgebissen wurde, dann was? Abgehackt, abgeschnitten? Das, was Wundärzte können. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ist das Schneiden? Ist das Operieren? Sägen. Wie auch immer. Ja gut, das macht ja aber auch Sinn. Also, er wird verwundet worden sein und danach wird vermutlich ein Wundarzt ihn behandelt haben und... Die Überreste, die so abgerissen sind, wird er vermutlich abgetrennt haben. Ja, wie gesagt, ich habe ja keinem was getan. Ich habe mich nur umgeschaut und habe nichts an mich genommen. Ja, das passt ja mit seiner Erklärung überein. Also, so machen das doch Wundärzte, oder? Man macht die Wunde gerade und dann kriegt man ja. So ein Holzding. Wenn man so einen Stumpf hat, ich kenne mich damit nicht aus, weil ich eben, wie gesagt, die Dinge nicht weiß. Vielleicht wisst ihr das aber mir, weil ihr von Anatomie, glaube ich, ein bisschen mehr versteht als ich. Dann blutet das immer weiter noch, ne? Also sprich, man muss das immer sozusagen sorgen, dass die Blutung nicht wieder aufgeht und so. Man müsste die Arterie verbinden, das ist richtig. Nee, ich meine jetzt auch nach 20 Jahren schon. Nur nach 20 Jahren, wenn es richtig gemacht ist, sollte es eigentlich nicht mehr bluten. Es bleibt natürlich eine Schmerzenstelle. Gewisse Leute reden von Phantomschmerzen. Gerne zwei Arten von Wunden, die nach 20 Jahren noch bluten. Das sind wahrscheinlich 24 Jahre ungefähr, aber ja, sie blutet auf jeden Fall noch. Und das sind nur die von Waffen der Erzdämonen geschlagen wurden, oder Paktmale? Ilman nickt. Deswegen sage ich, seid vorsichtig, fragt bei den Leuten mal etwas genauer nach. Denn dieser Typ ist auch jemand, der zufälligerweise über die Märtyrer erzählt und berichtet. Wirklich? Und wir sind uns ganz sicher, dass er nicht in der Schlacht neu verletzt wurde.
Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass er auf dem Briklo-Platz ab und zu sitzt und über den heiligen Emmeran berichtet und irgendwas über Kaiser Raul, dass der Ptolemide ist und so und keine Ahnung. Wir sollten dieses allerdings diskret unternehmen. Das sag ich ja. Man darf ja, ne? Ich will auf keinen Fall den Ruf eines Geweihten, der vielleicht einfach nur von mir missverstanden wird, weil ich zu ungebildet bin, irgendwie auch nur beschmutzt wird. Das darf nicht passieren, deswegen dürfen diese Worte diesen Raum hier sozusagen in Anführungszeichen nicht verlassen. Man schaut zu Isarun, außer vielleicht in euren Berichten, aber grundsätzlich, da bin ich sowieso wahrscheinlich schon nicht so gut gekommen. Ich denke, es wird Zeit, dass wir einigen Leuten eine Gesellschaft und einige Fragen stellen. Vielleicht sollten wir uns jetzt die Statue anschauen, wenn wir gerade schon mal hier sind. Was ist das für eine Statue und wie seid ihr auf diese Statue aufmerksam geworden? Weil wir sind doch hier in Villa Carino, hier stehen doch viele wertvolle Dinge. Nun, es ist eine Praia-Statue. Bei euch? Entschuldigt. Ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet bei beim Boron-Geweihten. Das war auch unser Gedanke. Das ist nämlich Katakult. Und sie hat zwei Gesichter. Zwei Gesichter sind eine Abbildung der Priestergötter der Zeit. Sie bildet zum einen natürlich den Anspruch der Praiotenschaft auf den Boden des Lichts da, auf die Verkünder von Praios Wort, zum anderen aber auch auf den Kaiserthron des Raulschen Reiches. Deshalb zwei Gesichter. Also der Diener hier hat gesagt, sie sieht aus wie ein Richter. Bin ich irgendwie nicht, aber gut. Nur, dass du es mal gehört hast. Nun, auf jeden Fall haben wir sie untersucht und auch sie hatte so eine goldene Schnalle. Die vermörtelt war. Genau hier, haben... bei dieser Waage. Sieht da. Ja, wir haben die aber rausgeholt. Moment. Rafim, du hast die, oder? Diese habe ich. Ja, ich hol dann so ein kleines Schatülchen heraus. Wir haben sie vorsichtshalber weggesperrt. Wir haben überlegt, ob man nicht diese Glieder zu einer Kette zusammenschmieden könnte, aber wir waren uns auch nicht sicher, was das bringen sollte. Das macht auch gar keinen Sinn, weil die Statuen sind ja viel zu unterschiedlich alt. So. Das wiederum können wir jetzt nicht so sagen. Also, Anselm von Werheim hatte ja diese Statue einmal genauer untersucht und eine Jahresinschrift am Sockel gefunden. CCCL. Also 350. Welche jetzt? Na, die im Keller. Stand irgendwas von wegen zwei Hela Horas drauf. Könnt ihr das bitte zeitlich für mich einordnen? Eure Zeitrechnung macht für mich gar keinen Sinn. Also was bedeutet das EL 350? Wonach ist was passiert? Also wie alt ist das Ding? Etwa 600 Jahre. Okay, und wie alt war diese hier nochmal? Also wie lang ist das mit dem Priesterkaiser, Herr Janan? Etwa 600 Jahre. Okay, das passt mir auch. Und die auf dem Götterplatz war? Das haben wir nicht analysiert, also wie auch. Wir kennen uns ja kaum mit Architektur aus. Ich würde schätzen, nicht alt, aber... Es würde allerdings Sinn machen, wenn sie ähnlich alt wäre, denn Anselm erzählte, dass die Bildhauerin mehrere, Keller oder so etwas angefertigt hat. Und wenn in jedem davon so eine Statue steht, dann würde das alles in die gleiche Zeit fallen. Welche Bildung stand auch, was für Keller er geschaffen hat? Ja, also einige wurden erwähnt. Das hier, wo wir gerade stehen, war einmal der Stadtfriedhof für die Patrizier. Also die Verbindung mit Boron ist gar nicht mal so falsch hier. Aber das hier war der Praios-Schrein auf dem Stadtfriedhof. Und er hat auch noch eine Inschrift gefunden, die dieses Bauwerk, also er hat die Baupläne von diesen Kellern oder Tempeln oder Schreinen gefunden. Und bei diesem Bauwerk hier, wo wir gerade sind, stand Excidium dabei, Zerstörung. Dann gibt es auch noch einen Tempel der Läuterung mit der Inschrift Sanguis, Blut. Lexikalisch nicht ganz richtig, aber naja. Dann gibt es den Tempel der Sonnenlegion mit der Inschrift Vis für Macht oder Kraft. Und die Inschrift Eternitas, also Ewigkeit, in der Priester-Kaiser Noralex-Sakrale. Das hatte er bisher so herausgefunden. Es gibt auch Baupläne von diesen Tempeln oder Kellern. Wie lange ist das jetzt mit diesen Märtyrern her?
1000 Jahre. Okay. Also ist das nicht irgendwie direkt danach in Auftrag gegeben worden, sondern 400 Jahre später, richtig? So in etwa. Okay, okay. Ja, weil zwei von diesen Statuen hier diese Märtyrer-Dinger sind und ich dachte, vielleicht liegt das, hat das was damit zu tun, aber dann hat das nichts damit zu tun. Auf dem Opfer der Märtyrer gründet sich das Rolsche Reich. Dass man sie 400 Jahre später noch in Statuen verewigt, ist nichts Verwunderliches. Das ist ja, ja, richtig, aber hätte ja 3 Jahre später sein können, dann hätte das ja viel mehr Sinn gemacht. Ja. Aber ja, egal. Und diese Bildhauerin, die muss hier wohl ganz in der Nähe gewohnt haben. Also müssen wir nur herausfinden, wo sie ihre Werke untergebracht hat. Wir wissen, wo die Statuen sind. Aber das eine hat diese Runde auch gerade gesagt. Die eine ist in dieser priesterkaiserlichen Nora-Lexakrale, richtig? Ja, also zumindest gibt es einen Bauplan davon und diese Inschrift eben. Und dann werden wir dort wohl einmal die Trümmer durchwühlen müssen. Ja, aber was ist mit den beiden anderen? Tempel der Läuterung und Tempel der Sonnenlegion? Läuterung? Ingrim vielleicht? Warum denn Ingrim? Der Ingrim-Tempel ist sowas von platt wie eine Flunder. Und Erzgestein wird geläutert, bevor es zu Metall wird, nicht wahr? Vielleicht ist es mir eher sakral vorzustellen, die Läuterung. So wie Bandstrahler. Wir sollten den Bandstrahlerturm nach. Dann vielleicht das alte Gerichtsgebäude. Oder ihr solltet auch beim Bandstrahlerturm nachschauen. Je nachdem, wie alt das ist, das Gebäude. Wo hatten die denn die Sonnenlegionäre denn? Die haben doch bestimmt früher auch schon eine Kaserne besessen. Oder nicht? In der Tat könnte es der Bandstrahlerturm sein, nachdem die Sonnenlegion dann in die Stadt des Lichts quartiert wurde, aber ich kann es euch nicht sagen. Aber das könnt ihr doch rausfinden als Bandstrahler. Ich meine, das ist ja ein leichtes. Es gibt doch sicherlich ein leichtes, hätten wir Zugang zu den Archiven im Turm, aber ich war noch nicht dort. Wir sollten diesen Angriff nehmen. Jetzt? Nicht unbedingt jetzt. Wertling erwartet uns, aber heute Nachmittag vielleicht? Wer erwartet uns? Ludal von Wertlingen. Ach, Ludal von Wertlingen. Es gibt einige Reichsangelegenheiten, die geklärt werden müssen. Der Mann hat sich ja ganz, ganz stark hier beim Aufbau gemacht, ne? Und er organisiert ganz viel. Ja, das meine ich ja nicht. Ich schon immer ein Händchen dafür. Aber was machen wir jetzt eigentlich mit diesen komischen Gargülen, Abelmir? Gargülen? Nun, ich fürchte, da können wir momentan nicht viel tun. Da uns A, die Kraft fehlt und B, das Wissen, um diese, nun ja, Wesen auszutreiben bzw. zu vernichten. Nun, sind sie gefährlich? Sie sind zumindest dämonisch. Ja, aber sie stehen doch oben auf dem auf der alten Residenz, oder habe ich das falsch verstanden? Sie haben das Potenzial zu großer Vernichtung, sicherlich. Aber sollten wir sie da nicht irgendwie wegtragen? Naja, wenn sie chaotische Energie in sich tragen und diese alleine irgendwie verbreiten durch ihre Anwesenheit, könnten Leute mit chaotischen Dingen in Berührung kommen. Und wir wissen alle, dass das jetzt gerade ganz, ganz schlimm ist. Ich meine, das ist schon zu guten Zeiten schlimm, aber das ist jetzt, wenn die Verzweiflung am größten ist, wahrscheinlich das Schlimmste, was passieren kann. Nun sicher, aber die Stadt ist voller Unmetallsplitter, die eben solche Energie verstrahlen. Verteilen? Ihr wisst, was ich meine. Ach ja, ihr habt recht. Ich denke nicht, dass das unsere Hauptsache sein sollte. Aber mir, sag mir ganz klar. Läuft mir Gefahr, dass dieses Datum eines Tages aufstehen und Leute zerreißen? Das wäre durchaus im Recht des Möglichen. Müssen wir uns darum kümmern. Und wenn wir sie nur im Keller wegschließen? Vielleicht könnte ich die Kollegen von der magischen Rüstung mal darum bitten, sich diese Statuen genauer anzusehen. Auch hinsichtlich der Gefahr, dass sie bald ihre Inaktivität verlassen. Was zum Teufel ist eigentlich Yasafar? Er ist doch ein Schwörer. Ich fürchte, den hat bisher noch keiner gesehen. Ja, der taucht schon wieder auf. Vielleicht sammeln die Statuen auch Energie. Durch die ganze Vernichtung und das ganze Leid und bis sie voll sind und dann auf einmal brechen sie aus sich heraus und... Ihr seid ein ganz schöner Schwarzseher, nicht wahr? Ja, es sind dämonische Statuen, die aufgetaucht sind, nachdem die Festung explodiert ist. Schon irgendwie schlecht, glaube ich. Ein erschreckender Gedanke. Das Problem ist nur, weil unsere ganzen Verbündeten und all die zukünftige Reichsregierung und der Rat der Helden sich dort versammelt. Also, wenn da jetzt irgendwas passiert, wäre das sehr, sehr, sehr schlecht für uns. Wir sollten zumindest sehen, ob nicht ein paar Leute die wegtragen können. Ja, richtig. Ich meine, wenn sie dann ausbrechen, ist immer noch schlecht, aber dann bringt sie uns zumindest nicht den Hochkönig um oder Ludolf oder die ganzen anderen Menschen. Haben wir denn einen stabilen Keller, in dem wir diese Gargülen
zwischenlagern können. Und wir haben einen Keller in der Residenz, aber... Vielleicht sollten sie auch nicht unbedingt in der Residenz gelagert werden. Sonst tragen wir sie auch noch hier in den Pentagon-Tempel, da ist doch noch Platz. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, den Splitter und diese Gargüren zusammenzubringen. Da habt ihr recht. Da habe ich nicht dran gedacht. Für gewöhnlich würde ich sagen, wir bringen sie in die Stadt des Lichts, wo man sie in aller Ruhe exorzieren kann, aber stellt sich gerade als schwierig. Das ist richtig. Wie ist die Lage im Effa-Tempel? Ich meine, der Verderber der Elemente kann Wasser nicht beeinflussen. Vielleicht wäre das eine gute Möglichkeit. Der Tempel ist größtenteils unberührt und seine Geweihten sind wohl auf. Allerdings ist er auch voller Verwundeter. Ja, sie müssen ja nicht unbedingt drinnen aufbewahrt werden, aber vielleicht irgendwie in einem Tümpel mit geweihtem Wasser oder so etwas? Ach, wo wir gerade dabei sind, dieser glatzköpfige Magier, mit dem Teppich? Ihr meint seine Spezialität Tumik Aterion? Genau den, der ist wohl noch im Tempel. Ich dachte, ihr wolltet ihm vielleicht... Ich wollte ihm noch meinen Dank aussprechen für... Ah, ist er tot? Ich hoffe nicht. Nein, er lebt und ist wohl... Nun nicht wohl auf, aber er lebt. Oh, okay. Sehr gut. Nun, was wollen wir als erstes unternehmen? Ich denke... Wertling wäre eine gute Wahl. Und dann können wir uns ja... Und dann können wir vielleicht erst einmal durch die Noralexa-Krater ihre Überreste stöbern. Die ist ja sowieso in der Nähe. Dann gehen wir vielleicht zum Bandstrahlerturm und schauen, ob wir Zugang zu den Archiven im Keller erhalten können. Es sei denn, ihr wolltet euch vielleicht noch erst die Stadtvilla von der Bildhauerin ansehen. Wisst ihr denn, wo exakt die ist, oder erwartet ihr, dass wir euch jetzt sehen könntet? Exakt nicht. Also ich habe von Anzügen gehört, dass sie hinter dem Ugdalspark ist. Das ist dieses Heckenlabyrinth-Dingen im Norden. Und dann können wir die... Ich denke, dann gehen wir erst zu Wertlingen und dann suchen wir erst einmal ihre Werkstatt auf. Und die Tempel können wir dann danach in Angriff nehmen. Gut, dann lass uns aufbrechen. Wo genau in dieser priesterkaiserlichen Noralexekrale diese Statue gestanden haben soll oder nur irgendwo da drin? Nein, also es gibt wohl einen Bauplan von der Kammer. Also es wurden ja unterirdische Kammern eingerichtet von dieser Heliodane von Streizig, so wie ich das verstanden habe. Die Statuen selber tauchen gar nicht auf den Bauplänen auf, aber wurden offensichtlich zur gleichen Zeit oder mit unwichtig abweichendem Zeitabstand dort errichtet. Ach so, es ist also eine Kammer unter dem Ding und wir suchen keine nicht... Ah, okay. Also zumindest sah es so aus, als ob es immer unterirdische Kammern wären. Dann habe ich euch missverstanden, Entschuldigung. Dann lasst uns aufbrechen. Ja, wenn ihr von der Karinorschen Villa in Richtung Süden lauft, an der Mauer vorbei, an dem ausgetrockneten Flusslauf, ihr könnt noch die Überreste der Brauerei sehen, könnt ihr an dem großen Ingrim-Tempel vorbeilaufen, wollt da dann gerade einbiegen, als ihr seht, wie dort mal wieder eine kleinere Menschenmasse steht. Eine Frau, schmutzig, sieht fast so aus wie die ihr vor einem Tag erst gesehen habt, steht dort auf einem abgebrochenen Wasserspeier des Ingrim-Tempels und hat wieder einmal eine kleine Menschenmasse um sich versammelt.